Grüße, eine wärmende Mütze und dann gleichzeitig noch ein Licht mit drin? Ist das mehr ein Spielzeug oder kann man sowas vernünftig gebrauchen? Das schauen wir uns heute in einer kleinen Review an. Ja, Freunde, um diese Mütze soll es halt einmal gehen, von der Firma Atkne. Ganz seltsamer Name, aber wir schauen uns mal an, was das Ding kann, indem wir auf die harten Fakten gehen. Wir haben hier eine Mütze, die als Laufmütze mit angegeben wird. Natürlich kann man sie fürs einfache Camping und Ähnliches ebenso benutzen. Dort drin ist eine LED-Leuchte verbaut. Im Preis bewegen wir uns ungefähr bei 12 Euro und wir haben die verschiedensten, also wirklich ungefähr 30 verschiedene Farben werden mir hier angezeigt. Das Material der Mütze soll Polyacryl sein und ohne Probleme waschbar. Natürlich sollte man dafür das LED-Licht einmal vorher rausnehmen. Das wäre nicht so klug, das da mitzuwaschen. Gleichzeitig gibt es diese Mütze nicht nur in verschiedenen Farben, sondern es gibt auch noch verschiedenste Modelle von dieser Firma, die diese Art von Mützen produzieren. Das heißt, solche LED-Mützen, mit denen ihr ja draußen einfach entspannt in der Kälte herumstreunern könnt. Dabei gibt es gleichzeitig auch noch Weißlicht und Warmlicht. Ich habe hier einmal das Weißlicht. Ganz klassisch, mit drei Modi, einmal hell, mittel, weniger hell. Das kleine Ding hier, das LED-Modul sozusagen, ist ganz interessant, fühlt sich auch sehr wertig verarbeitet an und da machen wir nämlich was ganz Besonderes, wir können das einfach so rausflippen. Wie lang dieser Gummi hier hält, also wie lang das hier einfach vernünftig wieder reingeht und dann danach hält, das weiß ich nicht, allerdings ist natürlich dadurch, dass die Mütze umgeklappt ist beim Tragen, ist relativ wahrscheinlich, dass es drin bleibt, selbst wenn es mal ausleiern sollte. Und aufladen können wir das Ding auch super einfach. Ist alles convenient, wie man so schön auf Englisch sagt. Da zieht man hier die Kappe ab und das hier kann man in den USB-Port reintun, reinstecken und dann lädt die Lampe nämlich auf. Das kleine Modul hat natürlich einen Akku drin verbaut. Wir kommen zu einem allerersten Kritikpunkt, den ich direkt habe und zwar ist das ist natürlich sehr praktisch mit dem Lichtmodul alles und es macht auch Licht, aber nicht wirklich stark. Also selbst die stärkste Stärke im Wald sollte das reichen, um damit wenigstens den Weg etwas zu beleuchten. Aber seien wir ehrlich, damit wird man nicht, also ich würde mich nicht sicher damit fühlen, wirklich damit in den Wald zu gehen. Na, für das kleine Joggen nebenbei als Gefühl, um besser gesehen zu werden, das muss man ganz klar sagen, ne? Funktioniert das auf jeden Fall. Aber ob ich damit jetzt wirklich als Jogger volle Wucht in den Wald reinlaufen möchte bei Dunkelheit, schwierig. Und selbst auf normalen Waldwegen bzw. Feldwegen kann ja Zeug liegen, können Schlaglöcher sein, in die man dann zu schnell rein stolpert, wenn man kein Licht hat. Das Material der Mütze selber fühlt sich sehr, sehr wertig an, sehr, sehr schön. Ist natürlich keine richtige Naturfaser, aber sie haben das Beste rausgeholt aus künstlichen Fasern, wie ich finde. Macht auch schön warm, sie fühlt sich angenehm an, da habe ich gar nichts zu bemängeln. Ist auch eine Universalgröße, das heißt, ihr habt ja gesehen, auch auf meinen dicken Kopf kann das Ding rauf. Aber meine grundlegende Kritik bleibt erhalten. Warum soll ich mir eine solche Mütze mit diesem integrierten Ding kaufen für 12 Euro, wenn ich auch einfach eine LED-Taschenlampe, eine Stirnlampe, eine deutlich bessere für 12 Euro bekomme und einfach auf jede andere x-beliebige Mütze herauftun kann. Die meisten von uns haben Mützen. Das sollte eigentlich in den wenigsten Fällen ein Problem sein. Und selbst wenn, würde ich mir dann das versuchen zu kombinieren, selbst wenn man dann insgesamt auf einen höheren Preis kommt, weil man dann mehr Flexibilität hat und vielleicht auch die angenehmere Mütze, vielleicht aus dem Naturmaterial. Ich weiß ja nicht, was ihr lieber habt. Gleichzeitig ist das ja auch noch ein Problem. Man kann dieses Ding ja zwar herausnehmen, aber ich kann es ja nirgendwo sonst anbringen. Und vielleicht möchte ich ja die Lampe auch benutzen mal im Sommer, weil ich möchte ja nicht durchgehend diese Mütze tragen. Vielleicht nervt es mich ja, ab einer gewissen Temperatur diese Mütze zu tragen. Und dann habe ich diese LED-Ding hier dazu gekauft, habe das und kann es halt nicht vernünftig benutzen. Weil, und das ist das Problem, dadurch, dass hier natürlich diese Abzugskappe ist, ist das auch nicht so schön, einfach als Schlüsselanhänger oder so zu tragen. Wenn man das wenigstens machen könnte, dass sozusagen hier ein kleines Lanyard irgendwo wäre oder so. Ich weiß nicht, wie man das dann aufladen wollen würde. Vielleicht hätte man dann lieber eine Boxe angebracht, eine typische, ich weiß es nicht. Aber ja, auch als Schlüsselanhänger kann man das dann nicht so richtig vernünftig benutzen. Und das gefällt mir alles nicht. Ich finde, es ist ein nettes Gimmicky-Produkt. Vielleicht kann man es fürs Kind, das eine kleine Lampe im Winter dabei haben soll oder besonders sichtbar sein soll, kaufen. Das wäre ein Anwendungsgebiet, das ich mir vorstellen kann. Aber für den normalen Wanderer,
zu Fuß gehe, mit dem Hund und alle ähnlichen Anwendungsbereiche, ob Camping, Buschkraft, sehe ich das jetzt nicht. Vor allen Dingen, weil auch selten gecampt wird im Winter und dann braucht man auch keine Wintermütze. Ich würde euch immer zu einer Stirnlampe raten. Davon gibt es auch ein paar Tests hier auf dem Kanal. Da kannst du immer gerne mal vorbeischauen. Und wie immer findest du natürlich auch alles, was ich hier vorstelle, worüber ich rede, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind sogenannte Affiliate-Links zu Amazon. Da bekomme ich Prozente, wenn ihr draufklickt, egal was ihr danach kauft. Danke dafür schon mal im Voraus. Wie gesagt, da empfehle ich euch mal ein Video mit einer Stirnlampe anzugucken. Ich werde bestimmt auch ein, zwei Stirnlampen, die ich für gut befinde, unten in die Videobeschreibung packen. Das war's mit dieser kleinen Review. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos, wovon es noch viel auf diesem Kanal gibt, wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.